Das ist doch fürchterlich. Eine nach der anderen. Das ist furchtbar. Herr Direktor, haben sich mal die Bewertungen für unser Haus auf TripAdvisor angeschaut? Ach Gott, was interessiert mich diese anonymisierte Volksmeinung? Ja? Wir sind ein 12-Sterne-Hotel, Friedenshotelpreisträger. Ja, aber die meisten Nutzer beschweren sich, dass unser Haus nicht mit den demokratischen Anforderungen entspricht. Ach, diese Leute sind doch gar nicht in der Lage, ein so komplexes Haus wie unseres zu verstehen. Aber sie sollen drin wohnen. Wie soll denn das gehen? Vielleicht können Sie es mir erklären. Schauen Sie mal, wir haben doch da hinten den Grundriss von unserem Hotel. Ja, was suchen Sie denn? Na, die Demokratie. Ja, Demokratie, Demokratie. Meine, was heißt schon Demokratie? Na, das Regieren des Volkes durch das Volk, für das Volk. Dreimal Volk in einem Satz, Frau Kepetri. Wirklich? Abraham Lincoln. Na gut, ich kenne jetzt auch nicht jeden AfD-Vorsitzenden. Oh, ich vermisse hier keine Demokratie. Gut, dann muss ja auf diesem Organigramm der EU irgendwo der EU-Bürger aufscheinen. Ja, ja, der ist da unten. Ah, und wo wird EU-Politik gemacht? Da oben. Gut. Und wie kann jetzt der EU-Bürger seinen demokratischen Einfluss von da unten nach dort oben lenken? Na, so. Geht das ein bisschen genauer? Da schauen Sie zum Beispiel im Ministerrat, über dem Rat der Europäischen Union. Im Ministerrat, da treffen sich die Fachminister der Regierungen, also Dobrindt und Kollegen, und die entscheiden da über Gesetze. Aber Moment mal, der Bürger wählt sich doch seinen Gesetzgeber selber. Mir ist gar nicht mehr im Gedächtnis, wann ich diesen Rat gewählt haben soll. Ja, nicht direkt. Schauen Sie, Sie wählen Abgeordnete für den Deutschen Bundestag. Mhm. Ja? Diese Abgeordneten wählen die Kanzlerin. Aha. Die Kanzlerin bestimmt ihre Minister. Aha. Diese Minister gehen dann nach Brüssel, treffen sich im Ministerrat und dort entscheiden sie über Gesetze. Da ist er doch, Ihr Einfluss. Moment. Okay. Ja. Fragt sich nur, ob sich der Dobrindt nach dem langen Weg noch an meinen Einfluss erinnern kann. Ich meine, er macht ja schon zu Hause nicht, was ich will. Was macht er erst, wenn er auf Dienstreise ist? Aber gut. Hör mal auf. Damit ich das richtig verstehe. Also, der Rat macht Gesetze. Na, der macht keine Gesetze. Der entscheidet über Gesetze. Und zwar über die, die die Kommission vorschlägt. Ah, Moment, die Kommission, wie habe ich die nochmal gewählt? Eigentlich gar nicht. Moment, aber sie schlägt Gesetze vor, die für mich sehr wichtig sind. Die brauchen doch ganz dringend meinen Einfluss. Nein, den können die eigentlich gar nicht brauchen. Sie auch immer mit Ihrem Einfluss. Mir scheint, Sie sind geradezu machtbesetzt. Schauen Sie, es ist doch ganz einfach. Sie wählen den Bundestag, der wählt die Regierungschef, der Regierungschef bestimmt Minister. Mhm. Diese Minister gehen dann in den Ministerrat und dort wählen sie, dort wählen diese Minister die EU-Kommission. Mhm. Das sind EU-Regierungsbeamte, die dann dem EU-Parlament vorgeschlagen werden. Exakt jenem Parlament, das Sie gewählt haben. Moment mal, also mein Parlament darf über vorgeschlagene Beamte abstimmen. Was ist das? Betreutes Wählen? Ja, wenn das. Ach komm, Sie hören Sie auf. Das ist doch. Spüren Sie Ihren Einfluss? Das ist kein Einfluss, das ist ein Bach. Ich kann den Rat nicht anständig wählen, ich kann die Kommission nicht anständig kontrollieren. Gut, dafür darf ich wenigstens meine eigenen Gesetze nicht machen. Es ist typisch für Sie, dass Sie die Vorteile gar nicht erwähnen. Schauen Sie, Ihr EU-Parlament darf doch die EU-Kommission jederzeit bitten, ein Gesetz zu machen. Oh, wie großzügig. Oh, der eigentliche Gesetzgeber darf die eigenen Beamten bitten um den Gnadenakt eines Gesetzentwurfs. Und wenn er sich nur ganz tief gebückt hat, dann bekommt er auch einen. Völlig übertrieben. Natürlich nur, wenn die Kommission Lust hat. Lass mich raten, hat sie nicht oft. Nein. Aber schauen Sie, Ihr EU-Parlament darf ja im Detail Änderungen an den Gesetzen vorschlagen. Okay. Wenn Rat und Kommission zustimmen. Und wenn nicht? Dann gibt es da kein Gesetz. Doch.
Dann hat sich also mein Einfluss von einem mitreißenden Strom über einen dümpelnden Bach in ein demokratisches Rinnsal verwandelt, das gerade noch so viele Nährstoffe mit sich trägt, damit parlamentarische Kaulquappen wie Monika Hohlmeier durchgefüttert werden. Ist das so richtig zusammengefasst? Wie gut, dass ich Ihnen nichts vom Trilog erzählt habe. Trilog? Ach, was soll's. Schauen Sie, die meisten Gesetze heute werden sowieso von Parlament, Rat und Kommission in einem informellen Trilog beschlossen. Trilog. Machen Sie sich keine Mühe, den gibt's offiziell gar nicht. Trilog? Das ist eine kleine, ausgesuchte Gruppe, in der ganz vertraulich, ja, und zwanglos die Gesetze beschlossen werden, die dann im später im öffentlichen, förmlichen Verfahren bestätigt werden. Zwanglos, kleiner Runde, vertraulich. Hm. Das heißt ohne mich, ne? Ja, auf jeden Fall. Was meinen Sie, warum die nicht öffentlich tagen? Okay, so, jetzt reicht's mir. Pass auf, ich werde jetzt meinen bürgerlichen, meinen demokratischen Einfluss direkt ausüben. Das machen Sie. Dafür haben wir extra die Europäische Bürgerinitiative ins Leben gerufen. Ja. Sammeln Sie 1 Million Unterschriften. Mache ich, kein Problem. Aus mindestens einem Viertel der EU-Länder. Das schaffe ich. In einem Jahr. Jawohl, das. Und dann macht die Kommission, was ich will. Ja! Ja! Sie kann es aber auch lassen. Okay. Und da beschweren Sie sich, dass sich die Bürger von dieser EU abwenden? Ich beschwere mich gar nicht. Was? Schauen Sie, wir sind die letzten 60 Jahre auch ganz gut ohne Sie ausgekommen. Wir haben sogar einen sehr, sehr guten Ersatz für Sie gefunden. Schauen Sie hier, der ERT. ERT? Der European Roundtable of Industrialists. Den sehe ich heute zum ersten Mal. Oh, wir sehen die öfter. Das sind die Chefs der 50 größten europäischen Unternehmen. Unternehmenschefs? Das sind ja auch eine Art Bürger. Ja, und ganz im Gegensatz zu Ihnen haben die sich immer für die EU interessiert. Die hatten von Anfang an dufte Ideen. Sie kennen doch den europäischen Binnenmarkt. Ja, selbstverständlich. Die Kernidee der EU, freier Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Arbeitskräften. Und grenzenloser Wettbewerb. Und das war letztlich die Idee des ERT. Die haben das damals ganz schön aufgeschrieben. Und Sie haben das ganz schön abgeschrieben? Ja, von Ihnen kam ja nichts. Was? Sie haben ja gar nicht anständig gefragt. Der Euro war übrigens auch deren Idee. Was? Also eigentlich von ihrer Zweigstelle, der AMUE. Oh, das weiß ich, was heißt. Alle mächtigen Unternehmer Europas. Nein. Es ist die Association for the Monetary Union of Europe. Also quasi die Bankenlobby. Moment mal. Euro, Binnenmarkt, also die Kernideen der EU stammen im Grunde aus der Feder von Konzernen und Banken. Naja, es ist ja nun mal eine Wirtschafts- und Währungsunion. Aber was mit Gewerkschaften, was mit Verbraucherschutzorganisationen? Die sind damals vom ERT und AMUE aktiv vergessen worden. Sagen Sie mal, was ist eigentlich dieser kleine schwarze Fleck auf der Kommission? Das ist das Büro von Günther Oettinger. So, ich glaube. Jetzt finden Sie sich allein in unserem Haus zurecht, ja? Ja, vielen Dank. Der Plan ist ja relativ eindeutig, ne? Kann man sich gar nicht verlaufen. Das ganze Hotel besteht ja eh nur noch aus Lobby.